Das Hotel Melia in Berlin wurde bei der Jahrestagung der Schwerbehindertenvertretung von Bertelsmann zum Schauplatz von angeregten Diskussionen, Vorträgen und Talkrunden mit ganz besonderen Gästen. Über 70 Schwerbehindertenvertreterinnen und Vertreter aus ganz Deutschland kamen auf Einladung der Konzern-Schwerbehindertenvertreterin Gabriele McNabb, um sich persönlich auszutauschen. Wir legen großen Wert auf Erfahrungsaustausch auf der Jahrestagung. Wir geben genügend Zeit und Raum, um diesen Austausch zu fördern. Wir regen mit der Jahrestagung Themen an, über die man sich austauschen sollte. Weil, ganz ehrlich, die Themen sind überall die gleichen. Es geht um Barrierefreiheit, egal ob das im Gebäude ist, ob das digital ist oder ob das in den Köpfen ist, die abgebaut werden müssen. Und das ist für alle Schwerbehindertenvertretungen die gleiche Problematik. Es wurde schon viel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun, so Gabriele McNabb. 2019 hat Bertelsmann den Aktionsplan Inklusion veröffentlicht. Auf dieser Basis sollen bis 2024 alle Beschäftigten mit Behinderung in den deutschen Bertelsmann-Unternehmen barrierefrei arbeiten und mit ihrem vollen Potenzial zum Unternehmenserfolg beitragen können. Der enthält unterschiedliche, sehr aktive Punkte, die in Richtung Inklusion umgesetzt werden. Und ohne diesen Aktionsplan ist alles so zerfasert. So ist es sehr strukturiert, sehr klar in verschiedene Arbeitsfelder geordnet. Und insofern hilft das sehr in der Umsetzung. Und vor allem dann, weil man auch was nachzuhalten und zu kontrollieren im Sinne von Messen hat. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir den Aktionsplan Inklusion haben. Ich bin übermaßen stolz auf unsere Konzerninklusionsvereinbarung, die, und ich betone es immer wieder, weit über das hinausgeht, was im Sozialgesetzbuch 9 schon verankert ist. Und das heißt bei Bertelsmann, Verantwortung zu übernehmen, auch im derzeitigen schnellen Wandel der Zeit. Personalvorstand Emanuel Hermreck sieht in genau diesem Wandel eine Chance, Dinge zu verändern. Wir machen jährlich eine Evaluation. Das heißt, wir fragen genau nach vor Ort, wie weit sind wir mit den Maßnahmen und was haben wir erreicht. Und wir sprechen sicherlich später über noch eine Vielzahl der Themen, über Schulungen zum Beispiel und auch über Erfolge. Und wir haben jetzt gerade bei der zweiten Evaluation, die wir durchgeführt haben, gesehen, dass wir schon deutlich mehr als die Hälfte der Ziele erreicht haben und dass wir schon sehr weit gekommen sind. Darüber freue ich mich sehr. Das heißt, es greift überall, es funktioniert und ich erhoffe mir natürlich, dass wir bald die Quote von 5% übertreffen. Das wollen wir ja, das haben wir uns vorgenommen. Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderung, ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Das Motto seiner Amtszeit, Demokratie braucht Inklusion, lebt er durch und durch. Auch er hat durch seine Sehbehinderung von Geburt an immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. So hat er auch wenig Verständnis dafür, dass fast 40.000 Unternehmen in Deutschland keine Menschen mit Behinderung beschäftigen und setzt sich für die Erhöhung der Ausgleichsabgabe bei diesen Nullbeschäftigern ein. Ja, das ist wirklich eine Situation, die ich wirklich auch schwer akzeptieren kann, dass es eben ungefähr 40.000 Unternehmen in Deutschland gibt, die trotz Beschäftigungspflicht wirklich null Leute mit Schwerbehinderung beschäftigen. Ich habe da null Verständnis für Nullbeschäftiger und deswegen werden wir die Ausgleichsabgabe für diese Unternehmen verdoppeln, weil ich der Meinung bin, wir müssen uns an die Regeln halten, die wir uns gegeben haben. Und wer auch die Ausgleichsabgabe zahlt, bleibt beschäftigungspflichtig. Das ist nicht so schön, weil mir wäre es lieber, wenn die Unternehmen verstehen würden, dass es wirklich Win-Win-Situationen gibt, Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen, weil die sehr gut qualifiziert sind, weil die super motiviert sind, weil die aufgrund ihrer Behinderung immer zeigen müssen, dass sie was managen können. Und deswegen bin ich schon der Meinung, es wäre besser, die Leute würden es verstehen, aber die, die wirklich null beschäftigen, obwohl sie beschäftigungspflichtig sind, die müssen dann also mehr zur Kasse gebeten werden. In der Diskussionsrunde mit RTL-Moderatorin Birgit von Benzel wurden die Themen noch einmal vertieft. Inklusion im Unternehmen, wie kann sie gelingen? Es wurde aber auch über Lücken im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz geredet. Es muss ein Verständnis her, dass Barrierefreiheit natürlich einerseits eine tiefe soziale Dimension hat. Es ermöglicht das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Also beispielsweise, wenn die Kneipe um die Ecke nicht barrierefrei ist, dann komme ich mit dem Rollstuhl nicht rein und kann mit meinen Freunden, Freundinnen da auch nicht rein und ein Bier trinken oder eine Cola. Aber auf der anderen Seite hat Barrierefreiheit nicht nur diese soziale Dimension, sondern Barrierefreiheit ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal für ein modernes Land. Es ist also eine Frage, wie unser Land dasteht. Und ich sage, es ist einfach cool, in einem Land zu leben, das möglichst keine Barrieren hat. Immer wieder wurde über die wichtige Arbeit der Schwerbehindertenvertretung gesprochen, die sich in diesem Jahr über einen ganz besonderen Besuch freuen konnte. In der Talkrunde mit RTL-Moderatorin Birgit von Benzel war Paraschwimmer Josia Topf der inspirierende Gast. Er erzählte seine Geschichte,
Die Geschichte eines Kämpfers. Josia hat das Tarsyndrom, er wurde ohne Arme geboren und hat zwei unterschiedlich lange und steife Beine, weil er keine Knie hat. Trotzdem hat er im Schwimmen schon Weltrekorde aufgestellt. Bei der WM in diesem Jahr holte er gleich zwei Medaillen, Bronze und Silber. Ich bin schon ziemlich stolz. Also ich muss mich auch immer noch ab und zu kneifen, um zu gucken, ob es Wirklichkeit ist. Deshalb habe ich die auch über mein Bett gehangen. Sein Lebensmotto: geht nicht, gibt's nicht. Seit seiner Kindheit kämpfen der 19-Jährige und seine Mutter mit und gegen die Reaktionen und Blicke der Menschen, die sie treffen. Also sie sind oftmals gar nicht so die Sätze. Es ist einfach dieses, dass man ausgelacht wird, mit dem Finger auf einem gezeigt wird, ausgegrenzt. Das sind so die Sachen, die dann eher an einem nagen. Wenn jemand dann mal wirklich zu einem kommt und sagt, dass man kaputt ist, das kann man auch irgendwie durch einen lockeren Spruch abfedern. Aber dieses Zeigen, dieses Lachen, das gibt einem keine Diskussionsbasis. Man kann nicht mit dem anderen in ein Gespräch gegenübertreten, sondern man ist am Ende des Tages einfach nur verletzt. So wechselt der erfolgreiche Paraschwimmer zum Beispiel noch immer den Bürgersteig, wenn ihm eine Gruppe Kinder entgegenkommt. Dabei möchte er, dass die Menschen eigentlich auf ihn zugehen. Also generell wäre schön, wenn sie einfach auf einen zugehen würden und fragen, was los ist. Es ist auch egal, in welcher Form oder in welcher Art. Einfach dieses Zugehen ist 100-mal besser, als sich seine eigenen Gedanken machen und auf jemanden zeigen oder lachen. Das ist ganz schlimm. Und generell könnte man in der Gesellschaft was verändern, indem man behindert und nicht behindert mehr vereint, mehr zusammenfügt, gemeinsame Projekte schafft, wo Behinderte mit Nichtbehinderten interagieren. Und ich glaube, durch diese Zusammenarbeit, vor allem im Kindesalter an, könnte man die Gesellschaft soweit sensibilisieren für die Belange und die Bedürfnisse von Behinderten. Die Ärzte rieten seiner Mutter Wiebke Topf zur Abtreibung. Sie hat über die schwere Zeit ein Buch geschrieben, Nur die Liebe zählt. Josia berührte seine Zuhörer im Herzen und viele waren noch am Tag danach bewegt von dem erstaunlichen jungen Mann. Darunter auch Konzernbetriebsrat Günther Göbel. Ich muss die Barriere bei mir selber als erstes abbauen und dann kann ich gut vermitteln, wenn ich auf die Leute zugehe. Der Josia hat es ja gestern gesagt, er möchte, dass wir auf die Leute darauf hinzugehen, mit ihm sprechen, auch Fragen stellen dürfen. Und das ist das Entscheidende. Vermitteln kann ich nur, wenn ich rede. Und das ist der Weg, den wir einfach auch als Betriebsräte, den ich auch gerne suche, mit den beiden Parteien zum Beispiel zu reden. Göbel bekräftigte in seiner Rede, dass der Weg diverser geworden ist in der herausfordernden Lebenslage, in der wir uns alle befinden. Alles wird teurer, doch das Gehalt steigt nicht. Die Energiepauschale von 300 Euro kann das nicht auffangen. Inklusionsbeauftragter Martin Kiewicz berichtete über die Lage im Konzern. Die Ausgleichsabgabe beläuft sich 2021 auf über 1 Million Euro. Zwar ist die Quote mit 4,2% im Konzern durchaus gut, doch die 5%-Marke will er gerne knacken. Die Quote ist ja ein großes statistisches Artefakt. Das sind ja, weiß ich nicht, 130, 140 verschiedene Firmen, die dann zusammenlaufen, sehr kleine, sehr große. In manchen Firmen funktioniert das nicht, die Besetzung mit Menschen mit Behinderung. In manchen Firmen dann sehr, sehr gut. Und insofern kommt das statistisch so zusammen. Und ansonsten muss man tatsächlich da schauen, wo die Quote unterhalb von 5% ist und vor Ort schauen, was kann man tun, damit ich die Quote erreiche oder sogar übertreffe. Und so rief er dazu auf, noch mehr Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung im Konzern zu schaffen. Das fängt schon bei der Bewerbung an. Ja, ich glaube, wir sind noch ein bisschen, unzufrieden damit, wie wenig eigentlich die Bewerberquote an Menschen mit Handicap ist. Denn die liegt in der Tat nur so bei 2,5%, und das ist zu wenig. Das heißt, wir müssen, glaube ich, noch viel mehr darauf aufmerksam machen, was wir zu bieten haben, wie sehr wir uns darauf einstellen können, wie sehr wir davon profitieren können. Und wir müssen, glaube ich, vor Ort noch mehr dafür sorgen, vielleicht Berührungsängste zu nehmen. Ja. Was wir jetzt da tun, ist, wir weisen bei allen Stellenausschreibungen darauf hin, dass wir die Vielfalt bei Bertelsmann wollen, dass wir auch Menschen mit Behinderungen einstellen wollen. Darum engagiert sich Bertelsmann auf vielen Wegen, so neuerdings auch auf der Jobplattform MyAbility, ein Stellenmarkt speziell an Menschen mit Behinderung gerichtet. Bei Karin Simanowski, Richterin am Sozialgericht Koblenz, mit ihrem Mann Lothar Simanowski, Fachanwalt Sozialrecht, drehte sich alles um GDB, GDS und MDE. Was passiert bei einem Arbeitsunfall, Berufskrankheit und Erwerbsunfähigkeit? Das Ehepaar erklärte das anschaulich anhand gesetzlicher Grundlagen und eines Fallbeispiels.
Sebastian Köhne stellte die medizinischen Vorsorgeangebote bei Bertelsmann vor und Nina Gerch erklärte, wie sich die Maßnahmen für Gesundheit und Wohlbefinden weltweit bei Bertelsmann weiterentwickelt haben und werden. Gabriele McNepp, Konzernschwerbehindertenvertreterin von Bertelsmann, engagiert sich seit 16 Jahren bei Bertelsmann für Menschen mit Behinderung und sie arbeitet weiter an der Aufklärung. Ganz viel hat mit Aufklärung zu tun. Diese Barrieren im Kopf von der ein oder anderen Führungskraft, auch von dem ein oder anderen Teammitgliedern, zu sagen, es gibt erwerbsfähige Menschen mit Behinderung, die ihren Job 1A durchführen können. Das muss noch ein bisschen mehr in die Köpfe rein. Mit viel Einsatz und Herzblut haben Gabriele McNepp und ihre Helferinnen und Helfer diese Jahrestagung ganz besonders werden lassen.